Hast du Origin nicht weggemacht? Nee, ich hab's auch nicht mit dem Wasser verholfen. Oh, fuck, das ist eine Menge Shit. Ja, genau, das ist eine ganze Menge. Aber erstmal, hallo, liebes Publikum, willkommen zurück bei Dead by Daylight mit. Und. Godraven! Und mir, den Daylord. Nein, du heißt Moonlight Shadow. Moonlight Star. Moonlight Stars. Stars. Moonlight Verzeihung, Stars. Mit das einem so S noch am Ende. Ja, Moonlight Stars. Verzeihung. Jens Sono hat aufgehört, Battlefield 1 zu spielen. Ganz ehrlich, mein Freund, du wirst so viele Freundschaftsanfragen nach diesem Video bekommen. Zwei. Wahrscheinlich nicht mal einer, aber trotzdem. Der denkt sich das, oh mein Gott, ich bin famous. Nein, ich bin famous. Und ich bin Seamus. Und ich bin Dwight. Ich arbeite in der Pizzeria. Ich bin auch Dwight Fairfield. Ja, aber ich sehe cool aus als du. Ich hab Licht. Hier, schon einer meiner Freunde in der Nähe? Nein. Kann man ja nicht immer das Glück haben. Da ist also ein... Okay. Hat jemand schon gesehen, wen wir hier haben? Nee. Wir haben... Ich habe hier einen Haken gehabt. Ich glaube Fallensteller oder Hillbilly. Ich tippe auf Fallensteller. Ich mach schon mal einen Generator also, hier. Ich würde einen Generator machen, wenn ich alles verkacken würde. Oh, der Fallensteller, der Fallensteller, der Fallen... Der hat mich jetzt noch getroffen am Arsch. Bisschen laut, wa? Chill, ja, dude. Aufgeregt mehr nicht. Für alles chillig, bra. Du wirfst dich einfach hin und genießt den Wind. Das du war bist knapp. Voll gechillt, was weil denn? Alles awesome ist. Hier, check. Fähigkeiten, check. Als ob, ich hab das doch umgeworfen! Da bist du, oh Gott. Du bist ja gar nicht mal so weit weg. Hau ab! Hast du dich gerade freigewiggelt? Ich habe geleuchtet. Ich wurde freigeleuchtet. Wusste gar nicht, dass es auch wirklich funktioniert. Es funktioniert, aber es ist ziemlich schwer. Der Killer ist wirklich stehen geblieben, weil ich ihn geblendet habe. Also es war mehr Glück als Verstand, da sein kommen ist. Komm, der Generator hat nicht mehr viel. Elysée hat gerade Schaden genommen. Okay, erster Generator ist down, fertig. Aber die Generatoren weg sind damit easy. Muss mich gerade selbst heilen. Tut mir leid. Brauchst du so noch generell dann... Ach nee, du hast ja das Erste-Hilfe-Z, ne? Ja. Oh Gott, ob das so eine gute Idee ist, in den Keller zu gehen, um die Kiste zu öffnen? Wer auch immer da gerade... Oh, Elise Vandanja wurde soeben erwischt. Ja. Nicht Elise, oh nicht Elise, oh nicht Elise, bitte nicht Elise. Ist oben im Haus der Generator? Ich habe einen gebrochenen Schlüssel gefunden. Der ist für die Luke, ne? Ja. Der gebrochene Schlüssel, glaube ich, lässt dich nicht in die Luke rein. Der gibt dir nur die Möglichkeit, die Add-ons für den Schlüssel zu benutzen. Aber das würde ich sehr gerne behalten. Also ich hoffe, ich überlebe. Oh Gott. Ist das einer von euch da oben auf dem Berg? Ja, das bin ich. Okay. Ich habe ein neues Objekt. Damit werde ich, hoffe ich, wenn ich entkomme, Quest abgeschlossen haben. Okay, der läuft aber auf jeden Fall, glaube ich, noch rum, der... Ja, der weiß, dass ich auf dem Berg bin, also ich kann nicht helfen, leider Gottes. Oh shit, das bedeutet, dass ich auch ziemlich in der Nähe von ihm bin, wahrscheinlich. Oder dass er in die Richtung kommt hier, wenn er dich gesehen hat. Kein Generator. Hier ist noch da hinten hin, oder? Ich läuft er herum und lässt gerade den Körper da einfach so hängen? Ja, das tut er tatsächlich. Ich kann halt momentan nicht aushelfen, weil die ganze Zeit da ist. Hat er mich nicht gesehen? Ich glaube nicht, ne? Wie kann er mich nicht gesehen haben? Wo seid ihr eigentlich ungefähr? In seiner Nähe, oder? Ja, ich versuche den gerade zu holen. Seine Nähe ist gar kein Ausdruck, sagen wir es so. Ja, Goldie hat ihn gerade geholt. Der ist da, ich sehe ihn. Ich spiele gerade wahrscheinlich eine ziemliche Scheiße zusammen. Der Fallsteller ist in seine eigene Falle getappt. Ist gut. Nice. Ein paar Sekunden sind ein paar Sekunden, die zum Überleben helfen, ne? So, den da oben habe ich schon. Der ist gerade auf den Berg geklettert. Okay, der das ist... Vielleicht schätzt er einfach nur eine gute Aussicht. Ist hier... mal gucken, ist hier oben drin vielleicht ein Generator. Und ist wieder weggelaufen. Ich mach mal... Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Ganz ehrlich, warum hast du es doch mal auf diese scheiß Geburtstagsparty gebracht? Ich kenne den Typen nicht mal.
und er ist sehr unhöflich uns gegenüber. Ich mach mal einen Haken kaputt. Mach das. Muss nicht aufhalten. Damit er weniger Möglichkeiten hat halt. Hm. Fuck, aber ich glaube, als Item einfach den gebrochenen Schlüssel zu finden, ist schon ziemlich lucky, ne? Ja, das ist ganz okay. Aber der Skelettschlüssel hat das, was das Ding auch wirklich aufmacht. Ja, okay. Fuck. Also ja, Skelettschlüssel machen halt generell alles auf, ne? Kennt man ja. Help me, please. Oh, du, all du I was? Ja, wie gesagt, das hab ich erwischt. Das hab ich noch nicht mal mitbekommen. Ja, ich aber auch nicht. Ja, hab ich aus dem Kasten rausgeholt. Hallo, Leute. Oh Gott. He is watching me. Cause he seems to be just another killer. Ach Quatsch, ich helfe dir jetzt erstmal. Ja, ich versuche auch in die Nähe zu kommen. Oh shit. Also. Ich höre die Musik, aber ich sehe ihn nicht. Er steht direkt neben mir. Keine zwei Zentimeter. Er legt noch eine Falle direkt neben mir. Zwei? Ja, zwei, aber die eine Fallen liegt vor auf dir? Der Seite, dass sie nichts bringt. Nur die vor mir bringt was. Jetzt, ja, kommt her, komm, rennt weit weg. Lauf, lauf, lauf. Ja. Einer sollte die Falle schaffen. Ich heilen! Oh Gott. Ja, hier standen gerade so viele verschiedenste Sachen. Ja. Ich habe einfach gedrückt, um die Falle zu entschärfen. Nice one. Scheiße. Elisa hat's erwischt. Nein! Ich bin in eine Falle gerannt. Egal, solange Elisa am Boden liegt. Ja, der Killer kommt zu mir. Ist weit weg? Ich bin direkt bei dem Haken, wo wir gerade alle waren. Ich helfe gerade Elisa. Ja, passt noch. Ich bin. Ach, du wurdest aufgehangen. Ja. Oh, Scheiße, ich hab gehofft, der setzt eine Falle. Sorry. Egal, es ist kein Haken an ihr, ne? Hier, Moment, nee. Er rennt gerade mit Goldie auf dem Arm weg. Ich sehe ihn. Der läuft gerade an mir vorbei. Also, Flucht. Hier ist noch eine Falle direkt vor mir. Ja, ich helfe dir jetzt. Mhm. Die wollte ich auch eigentlich entschärfen, aber da kam dann halt. Ah, ich bin tot, ja. Ganz viel Heilung und so ein scheiß Gedöns immer zwischenzeitlich. Da, ich bin instant weg, weil ich ja vorstelle, die Falle ist, deaktiviert. Er kommt! Egal, mein Leben für euch! Mein Leben! Ihr schafft das! Schreckt euch an! Lebt! Den Pizza! Als ob! Ich war noch nicht mal in seiner Nähe! Fuck, Tate, shit! Machst du gerade den Generator hinterm Haus? Ja. Okay, Moonlight. Moonlight Shadow, du schaffst das. Ja. Ich habe so viel angefangen, die Runde. Aber ich glaube, ich habe... Doch, ich habe sogar genug, dass ich keinen Pip verloren habe. Interessanterweise. Ach, man kann die sogar verlieren? Ja, wenn du weniger als 7000 Punkte hast, verlierst du einen Pip. Wow. Das heißt, ich bin bei minus 2. Na, du hast jetzt schon mehr. Liegst du, oder? Wo bist du, Faelot? Ich bin noch bei dem Haus. Bei dem Haken noch und so. Wo bist du genau? Ich konnte den Generator gerade hier nicht machen. Das ist so ein Bullshit. Ich liege. Ich bin halt immer noch bei dem Haus, immer noch. Ja, ich kann dir nicht wirklich helfen. Ja, nee, das ist auch der Mörder hat mich. Der Mörder hat mich auf dem Haus, auf dem Arm, also abhauen, wenn dann. Ich sehe ihn. Ja, der macht mich halt wieder auf den Haken. Achso, du bist komplett tot? Nee, doch noch nicht. Nee, noch nicht, aber ich muss strugglen. Mach's nicht zu schnell, sonst stirbst du. Ich weiß. Alter, was tut er? Er macht die Falle vor mir. Das Schöne ist, eigentlich habe ich gehofft, dass er eben genau das bei dir macht. Denn wenn er die Falle stellt, hat er kurzzeitig einen toten Winkel, dann kannst du jemanden runterholen. Ja. Denn das Fallstellen dauert länger. Er macht noch eine Falle vor mir? Ja, weil er genug Fallen hat, ne? Warum nicht? Ja. Ah ne, er hat die andere weggenommen, um sie nochmal auf einem anderen Spot zu machen. Also jetzt ist mehr zur Tür hin. Es sind zwei. Vor dir ist noch eine. Gut, das schaffe ich, wenn er bei dir ist die ganze Zeit. Er hat nur die eine von rechts nach links von mir aus gesehen. Achso, okay. Verschoben, das meinte ich. Ja, aber wenigstens kriege ich Punkte fürs Strugglen, hoffe ich. Der ist gerade in seine eigene Falle gerannt und konnte die direkt aufnehmen. Bullshit. Kann ich den Key wenigstens behalten? Nein. Weil du mit Loot stirbst, dann ist es. Ja, ich weiß schon. Ich schau mal, ob ich vielleicht. Es ist nicht so schön wie WoW. Naja, während wir aber alle hier rumsitzen, lasst mich mal ein freudiges Thema anschlagen. Sagt, nee! Hab ich euch bereits von unserer Elise und Königin Elise lebt ja noch! Ja, klar. Also habe ich euch bereits von unserem Herrscher und Gott, dem Gottimperator, erzählt? Alter, Elise hat ganz viel, hat ganz viele Perks und sowas. Der Ding ist nicht mal. Der
Mörder hat keine. Ja. Aber ja, was macht Elise gerade? Im Moment, ein Dingens. Ein Generator oder bist du das? Achso, ich beobachte dich. Ja, Elise rennt rum. Ja. Auch wenn ich hier Medic-Kasten, das wäre hilfreich. Ich beobachte einfach mal Elise, denn Scourges Ansicht haben wir dann wahrscheinlich bei Fail-Lord. Ja, dann gucke ich Scourge an, das ist dann kein Problem. Oh, ein Glück. Ja, du musst also austauschen noch. Ja. Also ganz einfach, wenn ihr die Ansicht des anderen toten Spielers sehen wollt, ne? Die ganze Zeit woanders hin, ne? Genau, einfach auf den anderen Kanal jeweils gehen. Entweder der HBK, also der HBK geschrieben, aber HBK ausgesprochen, weil HBK klingt scheiße. Oder auf Goldbergus. Jo. So, aber den nehme ich mit. Der war da gerade. Ah ne, das ist die Überlebende, das ist Elise. Oh, hallo Elise. Vielleicht könnt ihr ja so gut werden, dass ihr euer Leben wieder zusammenkriegt. Nein. So funktioniert das nicht. Ich finde es übrigens sehr schön, dass die ganzen Angaben unten von wegen, was man tut, auf der Sprache des Users geschrieben sind und nicht auf der Sprache des Spiels. Das ist eigentlich totaler Bullshit, aber es ist ganz putzig. Das Interessante ist, wenn ich dir zugeguckt habe, war das auf Englisch. Ja, weil ich das Spiel auf Englisch habe. Achso. Ich bin generell jemand, der Spiele sehr gerne auf Englisch spielt, weil ich sehr gut Englisch kann. Ja, kann ich verstehen. Die Momente sind halt dann manchmal sehr interessant, wenn irgendjemand dir zusieht. Und er fragt, was heißt das? Und was heißt das? Und was? Boah, lies es doch einfach. Ja, aber es ist auf Englisch. Nein, es ist nicht. Oh, warte doch. Naja, das ist halt die Sache. Man weiß halt nie so, in welchem Maße die Zuschauer dann auch Englisch können. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, aber... Darum habe ich ja bei Sunless Sea zum Beispiel auch gleich reingeschrieben, 50% Deutsch, 50% Englisch. Ach, das meinst du damit, dass der ganze Text und das Ingame alles Englisch ist? Ja, ich lese auch alles nur auf Englisch vor und übersetze es nicht. Denn wer, der verhaut das wieder. Sehr ja, viel verloren. Egal, was er macht. Ja, er verhaut nicht, er haut ab. Ja. Oder er guckt sich um. Normale Reparatur von Generatoren, so Schraubenschlüssel, Motoröl und so weiter und so fort. Und der ist einfach so, oh, guck mal, ein Stock. Duh. Ja, einfach mal ein bisschen drin rumfingern und dann geht das schon. Er hat Fingern gesagt. Ach, meine Güte, werd erwachsen. Ich bin 6, lass mich in Ruhe. Und ich werde auch für den Rest meines Lebens 6 bleiben. Das ist mir das einzig Magische, das mir in meinem Leben bleibt. Okay, ich glaube, du hast Herzklopfen, weißt du, ne? Oh Gott. Ja, furchtbar aus. Den ganzen Tag. Ich glaube, er hätte mich nicht gesehen. Der hatte dich gesehen, doch. Ja, wenn ich weiter geduckt geblieben wäre. Nee, der hat dich vorher schon, der hat dich gesehen. Weiter. Zack, und hier drüber. Ja, der hätte mich da nicht erwischen können. Ich dachte gerade, das haut nicht ganz hin mit dem Fenster. Ah. Pässe. Ja, und Elise ist da ganz weit hinten. Macht einen Generator. Wow. Wiggle, 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 wiggle. Der hilft mich auf jeden Fall nicht zu können. Ja, in den Keller. Da hängt so wieder 4 Haken. Ja, eben. Der Bordell funktioniert nicht mehr. Wollen Sie das Programm schließen? Was ist denn bei dir los? Keine Ahnung, aber mein PC hängt gerade generell wie Sau. Oh, jetzt geht's wieder. Machst du keinen Fluchtversuch? Oh, Elise kommt sogar in deine Richtung, siehst du mal. Ich gucke, ob Elise mir jetzt hilft oder nicht. Ja doch, kommt in deine Richtung. Ist das schön? Diese Steam-Page? Sparen Sie 40% auf den Steam-Controller beim Kauf zusammen mit Civilization 6. Yeah. Sowas spielt sich aber mit Maus und Tastatur wesentlich besser. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Aber hey, 40% billiger, ne? What? Kommt jetzt Elise einfach runter, um mir zu helfen? Ja. Vollidiot. Ja, das war nicht unbedingt so das Beste. Struggle wenigstens für die Punkte zum Ende hin. Welche Punkte? Kriegt man nicht Punkte fürs Struggle? Ja, da bekommt man. Oh, okay, dann bin ich jetzt auch tot. Weil ich krieg gerade keine Punkte dafür. Ja, das siehst du ja jetzt währenddessen nicht. Schnell in die Luke! Ja! Welche Luke! Ich find's ja interessant, wie der Mörder vor dir die ganze Zeit einfach in seine eigene Falle rennt und sie wieder aufbaut. Aber das mit dem, dass der in die Falle rennt, das haben die aber auch irgendwie sehr verkürzt, kann das sein? Also vorher ist er doch an der Falle hängen geblieben und hat die dann erst noch so manuell aufgemacht und so. Und jetzt ist einfach so, zack, ja, nehme ich mal die Falle auf. Ja,
Oh, 7000 Punkte, doch, yay. Gut. Oh. Dann starte ich mal das Spiel wieder in der Hoffnung, dass alles klappt, ne? Joa. Oh, ich habe sehr viele Punkte bekommen. Ledergriff. Ein Ledergriff für besseren Griff um die Taschenlampe gewickelt. Alter, ich habe einfach mal 10.000 bekommen. Naja, du hast ja auch nicht verkehrt gespielt. Das heißt, du hast einen Pip bekommen. Ja, habe ich. Dein erster Pip? Ich habe 2. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin Level 2 im Blutnetz, yay. Und ja, diese Kreidebeutel gehört zu mir. Ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück. Aber hat uns leider nicht viel geholfen. Na, Kreidebeutel gibt dir erhöhte Chance, dich von Haken loszureißen und so ein Shit. Hm. Eben ja. Dafür, dass du Glück brauchst. Ich gehe irgendwie eher erstmal auf die ganzen Perks und so. Das motiviert in ernsten Situationen, gewährt 3% zusätzliche Geschwindigkeit für Reparaturen, Sabotage, Heilung und Suchen, wenn du verletzt bist. Ja. Aber trotzdem, ich gehe dann lieber ein bisschen auf die Perks sozusagen. Naja, ich habe sowieso nur einen Perk-Slot. Hm. Dunkle Wahrnehmung. Schaltet potenziell in der eigenen Aura Lesefähigkeit frei. Okay, Leute, seid ihr bereit? Dann mache ich noch eine Lobby. Ausgangs. Yo! Ich sehe gerade so ein Bild von einem Medikament. Null Bock, Motivationsmittel. Wirkstoff, Oberaffen geil ohne Scheiß. Inhaltsstoffe pro Drage. Pro Drage, 10 Milligramm Speed, 15 Milligramm Motivation B3, 5 Milligramm Leck mich am Arsch. Zur direkten Einnahme mit Alkohol vor Beginn der Arbeit. Alkohol mindestens 40%. Das Bild ist herrlich. Ich wollte gerade sagen, schick mir das bitte mal. Hm? Schaut ihr Anime? Geht so. Eigentlich ja nicht so viel. Runde. Wieder mal, meine Freundin hat mich vor einiger Zeit auf einem Anime gebracht, mit dem ich mich an sich gut angefreundet habe, aber ich kann ihn einfach nicht weiter gucken, weil Depression. Na. Und sie hat sich davon so eine Collectors Box gekauft und drin war einfach eine Packung Medikamente, die gegen die Krankheit aus diesem Anime sind. Und da stehen einfach drin beschrieben, wie es auch gleich irgendein japanischer Name ist, ein Medikament aus der Gattung der Placebo-Medikamente. Und da ist halt die Inhaltsangabe von wegen Zucker und so weiter. Also es sind wirklich einfach Traubenzucker, Lutscher. Aber es ist halt richtig toll. Habt ihr alle fertig gemacht? Ja, ja, ich bin ja, ready. Ja. Okay. Ich mach Party hart hier. Also, als ob ich nicht ready wäre. Ich bin immer als erstes ready hier, ja. Das stimmt gar nicht. Nur wenn ich mit anderen Leuten spiele, dann bin ich mal als letztes ready. Weil ich wollte gerade sagen, ich war gerade der erste ready hier. Was erzählst du? Ich war vor dir ready. Nee. Ich hab dir das Bild geschickt. Sehr gut, danke. Möchtest du sagen, das ist auf Video oder was? Hm? Ah, und da kam es auch gerade an. Das Bild mit dem Moonlight Shadow. Von dem Moonlight Shadow mit dem Motivationsgedöns und sowas alles. Die Motivation von dem Moonlight Shadow. Das hier ist aber auch echt irgendwie voll der Lobby-Simulator. Ja, ne? Das ist unglaublich. Kannst du ja rauscutten, wenn du Lust hast. Ja, ich überlege, ich weiß noch nicht. Also ich werde wahrscheinlich da ansetzen, wo denn Scorch mit dem Bild angefangen hat. Unser ganzes Computer-Quatsche-Gedöns ist, glaube ich, nicht so spannend. Wir können ja einfach eine Annotation setzen, wo sie nach vorne hüpfen können. Wenn ihr die Lobby überspringen wollt, klicken sie hier. Ja, keine Ahnung. Das einfach einmal über den Bildschirm ziehen. Ja, mal also, sehen. Warte. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ihr seht das jetzt genau hier, sofern ich nicht zu faul bin. Bei mir ist direkt jemand in der Nähe. Das bin ich. Bin der Asiate. Wir sind zu dritt hier in der Nähe. Tatsache. Bin alleine. Aber ich hab noch keinen irgendwie... Ach doch, jetzt wieder vereint. Okay, bro. Wer rennt denn da? Ich bin's nicht. Denn bist du der da? Ja, Ich bin Haken auseinandernehmen. Ja, ich suche gerade einfach ein Dingens, einen Generator. Generator, ja. Ich komme mit, damit ich dir denn dabei helfen kann. Jo, das ist ja keine schlechte Taktik. Erster Haken ist demoliert. Oh, Kettensägen-Typ. Jetzt schon Angst. Ey, ich find die Nurse ein bisschen schlimmer, die dann einfach so auftauchen kann. Ja. War wirklich so. Ich
warte die ganze Zeit auf diesen Audio-Cue. Also er ist bei mir gerade gewesen und ich habe ihn abgeschüttelt. Hm. Sonst glaube ich, dass ich ihn gut abgeschüttelt habe. hast du schon eine Reparatur-Dingens bekommen? Ja, ich habe jetzt einen Charakter gespielt, mit dem ich schon ein bisschen mehr AP habe. Nee, ich meinte jetzt Scorch, ob er schon so ein Reparatur-Dingens mit Leertaste bekommen hat. Was? Ach nee, so ein Quicktime. Ja. Nein. Ich auch komplett gar nicht. Wir haben gerade einen ganzen Generator ohne ein Quicktime-Event gemacht. Boah, muss mal nice sein hier. Hätte ich auch gerne. Das habe ich so noch nie gesehen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte, das ist Standard. Ich habe die ganze Zeit gespannt gewartet und richtig meine auch. Augen nicht zugemacht, so gestarrt. So, der nächste Haken ist gearscht. Das ist gut. Ey, Goldie, Mann. Ich habe echt zu viel von Gronkh von Dead by Daylight geguckt. Mach drei Haken mit einem Kit, ne Challenge. Hast du so ein Kit, um den abzumachen? Nee, ich habe keinen dabei, leider. Ach, hier ist einer. Generator. Ich bin die ganze Zeit dabei. Sehr gut. Jetzt kommen wahrscheinlich tausende QTEs. Mindestens 1000. Okay, einen hatte ich. Da war einer. Okay, ich hatte gerade einmal kurz Herzbummern. Ja, ich auch. Ja, mir war es auch gerade ganz kurz. Er ist irgendwo in meiner Nähe, aber nicht nah genug, um Dauer-Qs auszulösen. Gerade ein? Das hat mich... Ja, ich hatte gerade noch zwei. Aber irgendwie hat mich das irritiert, als Goldie plötzlich angefangen hat zu reden. Hätte ich beinahe meine Reflexe verkackt. Ergibt keinen Sinn, ist aber so gewesen. So, zweiter Generator. Ja, ich bin einfach gruselig, ne? Er kommt. Ja, er ist da. Okay. Er ist weggegangen. Der Haken ist gleich down. Ja. Du einfach an mir vorbeigerannt bist. Bist du immer noch am Rand? Ja. Ja. Doch, dritter Haken ist down. Ja, ich hab halt einfach mein Fersengeld gegeben. Hier ist einer. Echt? Direkt neben dem Haken. Nice. Naja, nicht so nice, aber... Eigentlich eher scheiß. Aber dass gleich ein Generator so weit nicht entfernt ist von dem anderen? Hm. Oh, war das knapp. Wir haben gerade echt Glück damit. Ja. Fuck. Busbodenzimmermann wurde erwischt. Fuck. Auch wenn uns der andere... irgendwie über den Weg läuft, dann müsste auch geheilt werden. Nice. Ich komme in eure Richtung. Ich habe das vorher nicht gewusst, nur als Warnung. Okay. So, er wird mir wahrscheinlich gleich folgen. Ja, ich höre ihn. Wer ist Claudette Morel? Oh shit. Hallo Leute! Oh! Lass mich da raus! Ihre Banane! Nein! Warum läuft mein Typ nicht? Oh shit. Der ist einfach nicht mehr gelaufen. Bullshit. Leid, ich hasse es. Nee, das liegt nicht an dir. Das liegt einfach an dem Spiel, an dem verfickten Spiel hier. Entschuldigung für den Ausdruck, aber... Ich würde mich nicht hier heilen, ne? Ja. Der gibt einen Scheiß drauf! Ja, er muss ihn aufhängen, er ist gleich runtergewiggelt. Richtig, weil ich gleich runtergewiggelt bin. Und ach! Ganz knapp. Du holst ihn jetzt runter wieder? Alter, wie hat das nicht funktioniert? Ich hatte den Anhubbar. Was? Ja, das war warum ganz komisch gerade. Das habe ich auch nicht verstanden. Du standest einfach nur vor mir und hast mich angeguckt. Hallo. Als wäre ich ein junger Adonis. Fick dich. Oh shit, Alter. Egal, er kann nur einen von uns auf diesen scheiß Haken aufhängen, bevor es zu Ende ist. Ja, aber er rennt mir hinterher. Oder? Egal, der andere rettet uns sicher am anderen Ende der Map. Ich heile mich gerade. Ja, ich mache auch so gut ich kann. Gewölbe! Nein! Ich hab das weit vorher gemacht, Bullshit! Ja, die Hitze ist manchmal ziemlich blöd detected. I call Bullshit. Du kriegst einfach weg. Komm schon, der letzte muss uns helfen. 9 V-Du, Schabi, ich kann nichts machen. Ja, krieg weg, krieg in Richtung von dem anderen Spieler, damit er dich hochhelfen kann. Der andere Spieler kommt gerade in meine Richtung. Der hebt mich jetzt auf. Nee, er rennt dir nur nach. Doch, er hebt dich auf, tatsächlich wirklich dich frei. Hier ist kein Haken an der, wo ich aufhängen könnte, glaube ich. Bei mir ist er jetzt nicht, er rennt gerade weg. Also, wenn ihr Bock habt, holt mich runter. Please. Alles klar. Please, save me, please. Ja, ich bin auf dem Weg. Help, please. Ja. Donald, please. Ja, er hat einen Haken gefunden. Scheiße. Okay. Soll ich dich heilen? Jo, okay. Hier mal full. Er kommt in eure Richtung. Okay, fuck him, not full. Heal me, buttholes.
Mino want rape. Aber natürlich rennt er mir hinterher. Bullshit. Jemand könnte mir helfen. Ich bin am Weg. Halte aus, mein kleiner. Na gut, Freund, das habe ich aber gerade nicht sehr gut gemacht, muss ich zugeben. Und jetzt hängt er mich wahrscheinlich schön auf. Das war so gut, wir brauchen noch einen Generator. Das lief nicht so verkehrt, das stimmt. Hallo, Bro. Tschüss, Bro. Oh, Alter. Erstmal weg hier, bevor heilen. Wie bitte? Du bist instant tot, weil du vorher schon für Entity gekämpft hast. Weil ich vorher was gemacht habe? Du warst schon im Struggle-Modus vorher. Läufst du mal nicht so schnell? Nee, ich war vorher noch nicht am Struggle. Really? Hast du ausgesehen? Okay. Fußboden, Zimmermann. Ja, ja. Ich hab mich hinter Holz versteckt. Oder habe ich gestruggelt? Ich weiß es nicht. Okay, ich habe wenigstens keinen von diesen komischen Knöpfen verloren. Ich glaube, ich hatte aber auch nie einen. Ich dachte mir nur, du weißt schon, weil ich ganz laut schreie und so, wollte ich jetzt... Geh weg, er ist in unserer Nähe. Der hört uns sonst. Erst wenn ich das Herzklopfen höre. Der hat aber... Genau, der, das ist mit der Kettensäge garantiert erwischt. Der hat aber überhaupt nichts an Perks oder sonst irgendwie was. Das ist nicht unbedingt was Gutes, ne? Okay. Easy so, peasy. Wenn wir uns dann so zerbomben lassen, meinst du, ist das nichts Gutes? Ja, nichts wirklich. So, noch ein fucking Generator, komm. Der direkt vor uns ist am fast... Ne, der ist schon fertig, shit. Ich hab gedacht, der ist noch nicht Der andere fertig, hat gerade einen fast fertig gemacht. Er ist schnell in den Schrank gegangen. Der Kettensägen-Typ weiß das. Echt? Ja, der guckt gerade in den Schrank oder hat gegengehauen. Ja. Also wenn ihr da irgendwie was in der Nähe habt, macht es schnell. Weil noch ist der... Vorsicht, der Mörder ist bei euch direkt. Aber der Haken hier ist kaputt. Naja, aber klar, er geht ja auch zu einem anderen. Er geht Richtung Bagger, geht am besten in die andere Richtung. Wo bist du? Ich hab hier auch ziemlich viel demoliert. Hier, komm her! Hier ist ein Generator! Wo? Den hat der Dwight richtig, fast fertig gemacht. Du läufst richtig! Ich bin Dwight. Lass mich bitte die Tür. Der Mörder kommt, ausmachen. Der Mörder kommt. Nee, er geht wieder zurück. Sehr gut. Nicht. Also wollt ihr ihn noch retten, oder? Renn du zur Tür. Ja, ich schau, ob ich ihn retten kann. Renn du zur Tür und mach dann auf. Der kommt zu euch. Genau, ihr rennt ihm gerade genau in die Arme. Echt? Also glaube ich jedenfalls. Ja, der rennt da rum. Oh. Da war er gerade zu sehen. Nee, der ist noch bei eurem Kumpel. Also. Ich mach grad auf. Der kreist gerade noch so ein bisschen um ihn herum. Er hat mich gesehen. Ja. Er ist schon fast im Struggle-Modus, beeil dich. Struggle. Ich hab's nicht geschafft. Ich habe ihn nicht perfekt abtimen können. Wär cool gewesen, wenn das hingehauen hätte. Ja, zu cool, um wahr zu sein. Konnte leider nicht aufmachen. Fuck, jetzt rennt er dem anderen hinterher, oder? Nee, er rennt dir hinterher. Ich war gerade beim falschen Typen. Konntest du es nicht aufmachen? Da ich wegrennen musste. Er ist gerade hinter Goldie her. Oh Gott. Das hättest du nicht überleben dürfen. Goldie, geh mal weiter weg, damit ich die Tür aufmachen kann. Ja, mach er doch. Versuch doch. Ist nicht ganz so easy, okay? Holy fuck, Alter. Mach auf. Du kannst jetzt kommen. Ja, Tür auf. Alter. Geht nicht, ich komm nicht an ihm vorbei. Ja, das stimmt. Ich schmecke zu gut, ich bin einfach zu sexy. Aber wie du das gerade machst, wie ein junger Gott hier. Boah, Sucker. Jetzt, lauf, bitte, ja. lauf. Oh mein Gott, keine Kettensäge. Ja, mach. Nice one, Leute. Alter! Und der andere steht beim anderen Ausgang. Oh, nice, wie geil. Nice gemacht, nice. Leute. Oh, so viel Blutpunkte. Mm. Sehr gut. Weißt du, Objectives. Ich habe, glaube ich, 100 Punkte oder so drin bekommen. Ich habe eigentlich durch unsere ganzen Generatoren am Anfang habe ich ganz viele Punkte bekommen. Oh, fuck yeah. Fußboden, Zimmermann, naja, nicht oben in Berlin. Aber das war nice. Ja, die Runde war Bombay, wie man doch so schön sagt.
So, warte, ich will mein Blutnetz jetzt noch schnell machen, während ich aufnehme. Ja, das mache ich gerade auch noch. Jetzt sagen, wie viel Cash Money Money ich habe, ne? Ach ja, ich hab ja halt eine Menge Scheiße. Shit. Hätte ein Objekt noch finden müssen, denn wäre meine sehr viele Punkte gehabt, aber okay. So, nehme ich lieber den Perk, du bist motiviert in ernsten Situationen, gewährt 3% zusätzliche Geschwindigkeit für Reparatur, Sabotage, bla bla. Okay. Was haben wir hier Schönes? Was habe ich hier? Das will ich am haben. Besten, wenn du extrem Stress, Erfolgszonen, Geschwindigkeit, Schätze, Reparaturen, Heilung und Sabotage. Ah, nee, dann mache ich lieber den hier, der ist besser. Ja, schade, hier eigentlich habe ich jetzt nichts richtig Schönes auf der ganzen Seite. Das heißt, ich werde mich hier wahrscheinlich einfach durchfressen. Ich hoffe nur, dass ich die Kiste bekomme, die grüne, die ich habe. Ich habe auf jeden Fall, nehme ich einen Erste-Hilfe-Kasten mit. Das Nadel und Faden, nicht wirklich ein medizinisches Gerät, kann aber dazu genutzt werden, schnell und schmerzhaft eine Wunde zu verschließen. Schnell und schmerzhaft, sehr gut. Und nom, ich würde sagen, also das war eigentlich eine relativ gute Runde. Es hat mich zwar wieder erwischt, aber naja. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Richtig, irgendwann werde ich schon mal überleben und an der Stelle würde ich erstmal sagen, wer ist das mit dieser Folge von Let's Play Dead by Daylight. Dankeschön fürs Zusehen und an der Stelle sage ich wie eh und je, tschüss, bis dann. Bye bye. Tschüss.